Die halbe Pirouette, gut. Wie so im St. Georg dann verlangt wird. Handwechsel, sehr schön der Galopp, ganz gut so. Gut, ganz ruhig so, gleich die fliegende Wechsel. Gut gemacht, jawohl. Ja, das sind Trakehner, nicht? Ich liebe Trakehner. Sehr gut gemacht, sehr schön. Jawohl, ruhig. Ja, das kann auch eine Vorbereitung sein, dass man an der langen Seite das Pferd so weit zurücknimmt, dass es fast auf der Stelle galoppiert. Und je höher die Versammlung, desto leichter soll das Pferd in der Hand werden und in Selbsthaltung gehen. Machen wir es gleich nochmal auf dem Zirkel so. Locker so, ruhig zurücknehmen, tiefer einstellen, tiefer so warten können, so ist gut. Jawohl, und leichte Hand, lob ihn nochmal vorne, anklopfen mit der inneren Hand, so. Den Zügel kannst du da auch bei mit nach vorne nehmen, dann lässt du das Pferd auch los. So, so kann man dem Pferd lehren, bei einzubeinen, loslassen, beide Hände vor, so und wieder aufnehmen. Für den Moment, so, wieder zurücknehmen und loslassen wieder. So, genau, nicht wegschmeißen, loslassen heißt nicht wegschmeißen, sondern smooth in der Hand. So, jawohl, gut. Ja, das macht Spaß, der lächelt sogar. Gut, gut, so muss das sein, so muss das sein. Jawohl, gut, das ist schön. Und mal wieder Scherit. So, Scherit. Spitzenmäßig, gut gemacht. Wissen Sie, der Galopp soll ja ein Dreitakt sein. Immer, nicht? Ist das in der Pirouette, in der guten Pirouette auch noch der Fall? Nee. Ja, jetzt habe ich ihn erwischt. Nein, das geht nicht. Das wird zum Viertakt. Schauen Sie mal zu. Schauen Sie mal zu, wenn er galoppiert, er geht einen klassischen Dreitakt. Und dann macht er die Pirouette und schauen Sie mal, ob das nicht viermal Takt ist. Das ist nicht mehr gleichzeitig das diagonale Auffußen der eine Takt, sondern unterschiedlich. Das andere, das Vorderbein kommt zu spät, weil er sich raushebt. Machst du gleich nochmal die Pirouette auf dem Zirkel, ruhig. So, dann schauen Sie mal, zählen Sie mal, jetzt ist Dreitakt. Innere Hinterfuß, äußere Vorderfuß ist ein Takt. Äußere Hinterfuß ein Takt und Vorderfuß links auch. Und jetzt nimmt sie mal zurück in Versammlung. Mehr. Schauen Sie sich das mal an. So, so. Sehen Sie mal, da ist der innere Hinterfuß schneller auf der Erde als der äußere Vorderfuß. Stimmt's? Hatten wir gut gemacht. Super. Ich wollte nur sagen, da ist ein altgedienter Reiter mit großer Erfahrung. Wir haben ein großes Reiterforum gehabt in Holland. Da wurde ein Katalog offengeschlagen, die FII hat den vorgestellt. Und da hieß es, die Pirouette hat absolut im Dreitakt zu absolvieren. Das geht überhaupt nicht. Dann ist das Pferd nicht mehr in diesem schönen Rhythmus. Das Pferd sitzt dann nicht genug, weil das Hinterbein schneller auffußt als das Vorderbein, was normalerweise diagonal fußt. Und da haben wir gesagt, ja, warum geht das nicht? Ja, weil wir das jetzt mal zeigen. Und dann wurde das anhand von Salinero gezeigt. Und da konnte man das wirklich klassisch sehen. Also war auch das große Handbuch der FEI nicht mehr ohne Fehler. So einfach ist das dann, weil man zu wenig aufs Pferd sieht. So, meine Damen und Herren, ich denke, das sollte genügen. Wir haben hier von ihm auch sehr viel gelernt. Vielen Dank für diese Vorführung. Ich darf mich bei Ihnen bedanken, dass Sie es so lange ausgehalten haben. Und ich möchte Ihnen aber noch zurufen, ein Pferd ist immer nur ein Pferd. Drum Reiter, bleiben Sie immer ein Reiter. Herzlichen Dank. Ich wünsche eine gute Heimfahrt. Vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, er ist und bleibt the Master of the Universe, the President sozusagen. Du bist der Beste. Vielen Dank.
Und der leidet immer unter mir, weil der mit mir immer überall hin muss, der arme Klaus. Aber das tut er ja gerne. Unter Freunden ist das so. Vielen Dank, dass Sie noch da sind. Die guten Reiter sind alle geblieben, Klaus. Die anderen, die konnten das schon, die sind schon gegangen. Aber die Wissbegierigen, die sind geblieben und das ist auch gut so. Sie wissen ja meine Einteilung. Ich erinnere an den Anfang. Haha. Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß mit Ihren Pferden. Haben Sie Spaß mit Ihren Pferden. Pferde sind tolle Lebewesen. Und nur weil wir es manchmal nicht können, ändert sich nichts daran. Das ist ein ganz wichtiger Satz, den wir jeden Tag bedenken müssen. So ist das nämlich. Und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Viel Spaß, guten Ritt. Bis bald. Danke. Boom, boom, boom.